Alle haben gespannt zugehört. Wir sind inzwischen 900 Teilnehmer, über 900 Teilnehmer. Deshalb nochmal der Hinweis darauf, wir können nicht im Chat mitlesen, was dort alles passiert. Wer jetzt sich direkt an der Diskussion beteiligen will, der geht bitte auf F und A unten am Bildschirm und klickt dorthin und sagt dort oder schreibt dort, was er sagen möchte. Wir versuchen das dann hier in die Diskussion einzubringen. Jetzt aber erstmal eine direkte Reaktion von Nina Treu vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Das ist in Leipzig angesiedelt, wo auch der Postwachstumskongress, der nicht so heiß, wie ich vorhin schon gesagt habe, gewesen ist oder Station gemacht hat. Den gibt es ja weltweit immer wieder. Ihr macht, Nina, vielleicht solltest du kurz erklären, was ihr macht, bevor du dann auf das reagierst, was Ulrike gesagt hat, ihr macht oder verbreitet Konzepte neuer, anderer Ökonomien. Nina. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einleitung und natürlich vielen Dank für den spannenden Vortrag, Ulrike. Ich habe es mir erlaubt, ab und zu in den Chat zu gucken. Der ist ein bisschen explodiert und ich freue mich, euch sagen zu dürfen, ich gehe auf ganz viele Punkte ein, die hatte ich mir nämlich auch schon vorher überlegt. Genau, einen kurzen Satz zum Konzeptwerk Neue Ökonomie. Uns gibt es seit 2011. Wir versuchen, Konzepte für eine neue soziale, ökologische und demokratische Wirtschaft zu entwickeln und zu verbreiten. Wir arbeiten da sehr viel zusammen mit sozialen Bewegungen und versuchen, so einen Brückenkopf zu machen zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Verbreitung dessen und eben der Zusammenarbeit zwischen sozialen Bewegungen. Und wir haben damals eben diesen großen Postwachstumskongress organisiert und arbeiten seitdem auch zu Themen von Postwachstum und Degrowth. Nicht immer nur unter diesem Namen, letztes Jahr zum Beispiel unter dem Namen Zukunft für alle. Ja, ich stimme Ulrike in ganz vielen Punkten zu. Der wichtigste Punkt, dem ich nicht zustimme, ist, ich bin kein Kapitalismus-Fan. Ich bin eine starke Kapitalismus-Kritikerin, wie ich auch den Eindruck habe, 80% der Zuhörerinnen mindestens. Aber genau, ich glaube, wir sind uns ganz einig, Postwachstum ist nötig und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Woran ich gerne anknüpfen möchte als ersten Punkt ist, Postwachstum wird ganz viel gelesen eben als eine sehr starke ökologische Analyse. Und wir haben ja gestern gehört, wenn wir die postkolonialen Verhältnisse überwinden wollen und wirklich souveräne Entwicklung und selbstbestimmtes gutes Leben überall auf der Welt haben wollen, dann brauchen wir eine Überwindung des Kapitalismus und der globalen Herrschaftsverhältnisse. Und Postwachstum ist auch da angesiedelt. Also der Degrowth-Diskurs, ist sozusagen der stärker internationale Diskurs, kommt ganz stark aus einem postkolonialen und Post-Development-Diskurs. Und da, wo ganz klar gesagt wird, die Wurzeln des Reichtums im globalen Norden liegen ja in der Ausbeutung des globalen Südens. Da gab es auch schon viele Anmerkungen im Chat sozusagen. Warum war überhaupt sozusagen Reichtum in England da? Warum gab es überhaupt Textilproduktion? Ja, wegen Baumwolle, wegen Sklavenhandel, wegen Ausbeutung des Südens. Genau. Ich weiß gar nicht, ob das die Debatte hier ist, aber ganz wichtig ist zu sagen, die Weltwirtschaftsverhältnisse, die wir aktuell haben und die ihre Wurzeln im Kolonialismus haben, die sind auf Ausbeutung nicht nur der Natur, sondern von Mensch und Natur und vor allem im globalen Süden ausgerichtet. Und das heißt, das Grundziel von Postwachstum ist nicht nur, den Klimawandel aufzuhalten, sondern eben auch, gute Lebensverhältnisse weltweit zu schaffen. Und das, was Ulrike ganz stark gesagt hat, dieses grüne Schrumpfen heißt eben auch ein Angleich der Lebensverhältnisse weltweit. Das hieße faire Handelsverhältnisse, das hieße Raum zu schaffen, so eine selbstbestimmte Entwicklung im globalen Süden. Und da noch vielleicht als Ergänzung, also so wie der Kapitalismus jetzt gerade aufgebaut ist, ist es ja so, dass es eine ungleiche Arbeitsteilung geben muss. Also es muss Länder geben, die billige Rohstofflieferantinnen sind, mit ganz billigen Arbeitskräften, die dann sozusagen diese Rohstoffe dann verwendet werden zu sehr günstigen Preisen im Norden und da die Profite erzielt werden. Und der Entwicklungsweg, der aktuell sozusagen auch im Süden gegangen wird, also wie China und Indien von Entwicklungsländern zu Schwellenländern geworden sind, setzt ja ganz stark auf diese industrielle Entwicklung und auch auf das, was in Europa im Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts passiert ist, nämlich Landnahme. Also ursprünglich gemeinschaftlich bewirtschaftete Ländereien, den sogenannten Commons, wo man gemeinsam sozusagen Viehzucht, Ackerbau etc. betrieben hat, werden eingehegt, werden privatisiert. Dadurch hat die Bevölkerung kein Land mehr, mit dem sie arbeiten kann, wird sozusagen, also kann nicht mehr Landwirtschaft in dem Sinne betreiben und wird dann auch das Proletariat, was
gebraucht wird, um diesen Firmen aktiv zu werden. Und das ist genau das, was im globalen Süden auch passiert. Ne? Also als Beispiel, in Indien oder China gibt es ganz viele so Sonderwirtschaftszonen, wo eben dann Land angeeignet wird, wo es keine Landtitel dafür gibt. Da werden dann die Fabriken errichtet und die Menschen, die kein anderes Einkommen oder kein anderes Leben sich mehr leisten können, müssen an diesen Fabriken dann arbeiten. Und das heißt halt auch, dass Wachstum immer nur Wohlstand für einige bringt und den Wohlstand, den es so insgesamt bringt, also Steigerung der Lebenserwartung etc., auf sehr hohe Kosten, nämlich auf die Kosten von sozusagen einem selbstbestimmten, einem souveränen Leben und auch einem Leben, was sozusagen noch in einer Verbundenheit mit dem Land, wo es ist, das klingt jetzt sehr romantisierend, aber ich meine es wirklich sozusagen im Sinne von Menschen, die ursprünglich kleinbäuerliche Landwirtschaft betreiben, haben eine ganz andere Verbundenheit zu dem, wo sie leben, als Menschen, die nach einer Fabrik ausgebeutet werden. Und es ist ja nicht, dass Leute freiwillig dahin gehen, sondern die müssen dahin gezwungen werden. Also, ich glaube, das ist ganz wichtig hier für diese Konferenz, weil es ja nicht sozusagen nur um die Frage nach Klimawandel geht oder um die Ausrichtung der Lebensverhältnisse hier, sondern ganz stark um eine globale Ausrichtung. Und da ist eben wichtig zu sehen, wem hilft eigentlich Wachstum gerade. Und auch, das ist ganz wichtig, wenn wir zu der Frage der Durchsetzung kommen, wer sind eigentlich die, die davon profitieren können, wenn wir halt die aktuellen Wirtschaftsverhältnisse überwinden. Und was ganz wichtig ist für die Arbeitsverhältnisse hier, Ulrike, du schreibst ja auch viel dazu, dass wir Angst um Arbeitsplätze haben müssen, weil auch Menschen sozusagen, die hier einen Abstieg erfahren, dann sich den Rechten zuwenden. So, die Frage, ob das nicht auch die Abstiegsängste sind, die dahin treiben. Aber das Wachstum hat uns ja lange sozusagen ermöglicht, dass wir sozialen Frieden herstellen ohne Umverteilung. Also der Teil vom Kuchen für die am stärksten Ausgebeuteten ist sehr klein, aber solange der ganze Kuchen wächst, müssen wir nicht umverteilen, sondern wir sagen einfach, ihr habt auch ein Aufstieg, ihr kriegt jetzt auch alle euer Auto, ihr könnt jetzt auch irgendwann fliegen, weil wir sogar die Flüge so billig machen. Und jetzt ist sozusagen die Grenze des Kuchens, also die Grenze des Planeten erreicht und das funktioniert nicht mehr. Also wir können den sozialen Frieden auch in den Gesellschaften des globalen Nordens nicht mehr dadurch aufrechterhalten, dass wir dieses Versprechen des ewigen Wachstums aufrechterhalten. Und darin sieht man jetzt schon sehr gut die Konflikte, die finde ich jetzt natürlich auch sozusagen in der Umweltbewegung zeigen, wenn halt Gewerkschaften sagen, wir müssen industrielle Arbeitsplätze erhalten und die Fridays sagen, industrielle Arbeitsplätze sozusagen, das ist nicht die Zukunft. Da gibt es jetzt auch sehr viele versprechende Kooperationen, ich will es gar nicht gegeneinander ausspielen, aber diese Diskussion müssen wir total führen. Also wie haben wir profitiert vom aktuellen System? Also jetzt wir irgendwie Menschen im globalen Norden, Menschen in Deutschland, aber auch an welcher Art von Arbeitsplätzen möchten wir sozusagen festhalten und wie können wir gemeinsam mit Menschen, die von profitieren und die aber dann davon sozusagen auch Ängste haben oder sagen, wir müssen das alles ändern, dann zusammenarbeiten. Und die Postwachstumsbewegung sagt ja eigentlich, sie will genau diese sozial-ökologische Transformation, wo sie gesagt hat, die fehlt noch. Ne? Also wie kommen wir vom Kapitalismus zum grünen Schrumpfen? Und wie Thomas Seibert in der Einleitung gesagt hat, das ist auch in Zeiten der Pandemie eben kein Zurück zu dem, was war. Also wir wollen nicht zu dem System vorher zurück, sondern eigentlich sollten wir die Pandemie genau nutzen, um sozial-ökologische Politiken einzuleiten. Und ich sehe diese auf drei Ebenen. Das ist eine Orientierung an Eric Olin Wright, einem inzwischen verstorbenen US-amerikanischen Soziologen. Dieses Buch Reale Utopien, Wege aus dem Kapitalismus, empfehle ich allen, die sich Gedanken machen über Veränderungsstrategien. Und er macht da drin drei Strategien auf. Also die erste sind Reformen, sozusagen die klassische Symbiose mit dem Staat. Das ist, was die Sozialdemokratie an sich macht. Dann gibt es den Aufbau von eigenen Strukturen, den Nutzen von Freiräumen. Das ist so, was man klassischerweise irgendwie mit anarchistischen Strategien verbinden würde. Und dann gibt es die Struktur von, wir müssen das ganz stark verändern. Es muss einen Bruch geben, es muss was in der Revolution geben, was wir mit kommunistischen Revolutionen verbinden würden. All diese Strategien allein haben sozusagen ihre Vorteile geschaffen, aber es auch nicht ganz geschafft. Und also haben auch sagen ihr Volumen mit sich gebracht. Und er sagt jetzt eben, wir müssen bei allen Teilen, müssen wir zusammenbringen. Und das heißt, ich würde es auch so unterstützen, wir brauchen revolutionäre Realpolitiken. Also wir brauchen Politiken, die im jetzigen System ansetzen und gucken, wie kommen wir zu diesem Zustand des grünen Schrumpfens, wie es Ulrike beschrieben hat. Dazu gleich ein paar Sätze noch. Wir brauchen aber auch den Aufbau von neuen Strukturen, also selbstorganisierte Strukturen, wo sich Menschen selber engagieren, wo wir auf dem lokalen Niveau ansetzen, die auch resilient sind, wenn wir sozusagen keine großen globalen Lieferketten mehr haben. Und wir müssen uns aber auch grundsätzlich die Frage stellen, was für eine Art von Staat wollen wir leben und wie wollen wir eigentlich Machtverhältnisse und politische Verhältnisse umverteilen. Und Beispiele für diese revolutionären Realpolitiken würde ich halt sagen, so sowas wie eine radikale Arbeitszeitverkürzung, also auf sowas wie 20 Stunden, eine Umverteilung von Arbeit,
mit Lohnangleichung in unteren Lohngruppen, sozial-ökologische Steuerreform, also massive Umverteilung von dem Reichtum, das jetzt da ist, um das auch investieren zu können in diesen Umbau, eine Aneignung von Infrastruktur, die essentiell ist, und eben das Angehen von, wie wir diese Industriesektoren, wie zum Beispiel die Automobilindustrie, also von denen jetzt Wohlstand in Deutschland zum Beispiel stark abhängig ist, wie wir die so umbauen können, dass nicht Leute auf einmal ihre Arbeitsplätze verlieren, aber sie trotzdem zukunftsfähig werden. Und das ist jetzt sozusagen auf einer Parteiebene, wird das ja alles viel zu langsam angegangen. Und ich glaube, wir haben da viel zu gewinnen, wenn wir das gemeinsam mit Belegschaften und Gewerkschaften machen und eben das nicht nur top-down denken. Ja, und ich glaube, also um das nochmal damit zu schließen, was Ulrike gesagt hat, der Staat ist so stark, dass man da handeln kann. Die Frage ist bloß, wie groß ist der Druck? Und woher kommt der Druck? Sozusagen, welche Art von Kooperation, Bewegung müssen wir da aufbauen, um den Druck in diese Richtung aufzubauen? Vielen Dank. Woher kommt der Druck denn aber? Bleibe ich doch gleich mal bei dieser Frage. Wer macht den Druck? Also wir haben ja auch eine Diskussion, Ulrike hat das auch angesprochen vorhin, über Landwirtschaft. Die industrialisierte Landwirtschaft ist mit ein Treiber der Klimakrise. Und es gibt eine große, große Bewegung, die auch wachsend ist, wie man jetzt auch gerade wieder gesehen hat, zur Wir-haben-es-satt-Demo, obwohl die nur virtuell waren wirklich sehr viele Leute. Und es gab da auch ein Forum, das war so groß, wie es noch nie war, weil die virtuell kriegst du natürlich viel mehr Leute in einen virtuellen Raum. Es ist jetzt hier aber bei uns ja auch, wir bräuchten ja auch eine Audimax, um die 1000 Leute, die jetzt hier gerade zuschauen und zuschauen, unterzubringen, oder 918 aktuell. Es gibt eine große Bewegung, die diese Art von Landwirtschaft zum Beispiel nicht mehr will, aber die Landwirtschaft macht immer so weiter und es wird immer schlimmer mit jedem Jahr. Und das hat man jetzt in den letzten 3 Jahren, ich komme aus dem Norden, bei uns im Norden war es 3 Jahre lang trocken. Bei uns sterben die Bäume, bei uns stirbt die Landwirtschaft, aber es wird nicht umgesteuert. Also wo kommt der Druck her? Ulrike? Ja. Oder Mina? Nö, kann auch gerne. Ich habe ja gerade gesprochen. Ja, also ich glaube, dass der Druck zunehmen wird, einfach wenn die Schäden immer weiter sichtbar werden. Also irgendwann wird es wirklich der Letzte kapieren, dass Klimawandel ein extremes Problem ist. Der Punkt wird eher sein, wie eigentlich immer, dass die Menschen zu spät reagieren. Ne? Also nicht jetzt, wo man noch verhindern könnte, dass sich die Welt um 2 Grad erwärmt, sondern meine Vermutung wäre, dass alle so richtig aufwachen, wenn man schon bei 3 Grad ist. Ne? Also, aber auf der anderen Seite, das ist, glaube ich, auch vielen nicht klar, hier ja, in dem Forum ja, aber in der allgemeinen Debatte ist das, glaube ich, immer noch nicht angekommen. Der Klimawandel ist ja ein dynamischer Prozess. Also ich glaube, viele denken immer noch, ach ja, also im schlimmsten Fall sind es dann irgendwie 2 Grad, können wir doch riskieren, nicht? Dass das dann, weil immer über 2 Grad bis 2050 diskutiert wird, dass man das auf jeden Fall stoppen muss, nicht? Weil man sonst bei 8 Grad, 9 Grad oder sonst wo ist. Das ist, glaube ich, noch nicht angekommen, sondern die Haltung ist immer noch bei der Mehrheit der Bevölkerung diese Idee, irgendwie können wir mit der Natur diskutieren. So nach dem Motto, unser Kapitalismus braucht aber Wachstum, deswegen können wir leider keinen Naturschutz machen. Dass das völliger Müll ist, dieser Ansatz ist noch nicht wirklich durchgedrungen. Aber es wird irgendwann der Druck von selbst kommen, nur wahrscheinlich zu spät. Ich würde gerne, wenn das erlaubt ist, noch mal ganz kurz auf 2 Punkte von Nina eingehen, wo ich wirklich anderer Meinung bin. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Leute im Chat sehr stark bewegt. Nämlich diese Frage, braucht der Kapitalismus als System zwingend Ausbeutung? Also was ja gar keine Frage ist, es gibt auf der Welt unendlich viel Ausbeutung und unendlich viel Gewalt. Aber die Frage ist immer, und die ist zentral, gerade für Linke, sind das politische Entscheidungen oder ist das ein ökonomischer Zwang? Und aus meiner Sicht sind das alles politische Entscheidungen, aber kein ökonomischer Zwang. Und um das jetzt erstmal an Beispielen nochmal kurz klarzumachen und dann nochmal zu sagen, würde ich dann auch nochmal sagen, was daraus eigentlich folgt. Also Nina hat gesagt, letztlich der Kapitalismus braucht Kolonien. Aus meiner Sicht, natürlich hatten viele Industrieländer zwischendurch Kolonien, aber aus meiner Sicht hat das sozusagen für das Wirtschaftssystem und auch das Wirtschaftswachstum in diesen Ländern nicht viel bedeutet. Um da jetzt mal ein paar historische Beispiele zu bringen.
Die ersten großen europäischen Kolonialmächte, weiß jeder, war Portugal und Spanien. Dort haben diese Kolonien bei beiden Ländern, haben diese Kolonialreiche dazu geführt, dass Portugal und Spanien verarmt sind und bis heute, 500 Jahre später, immer noch nicht den Anschluss an die westlichen, also an die nördlichen Industrieländer gefunden, obwohl wohl davon einige nie ein nennenswertes Kolonialreich hatten. Dann gibt es andere Länder, die noch heute Kolonien haben, die auch nicht von der Stelle gekommen sind. Das beste Beispiel ist Russland. Russland ist bis heute das größte Imperium, das es immer noch gibt. Also ist ja nicht so, dass europäische Russen früher in Vladivostok gelebt hätten, nicht? Das ist alles koloniale Eroberungen seit dem Mittelalter. Trotzdem, Russland ist riesig, hat auch noch jede Menge Rohstoffe. Es passiert wenig, nicht? Die weiß jeder, die Russen hängen hinten dran. China hat auch Kolonien gehabt, wenn man so will, Tibet und Uiguren und so weiter, hat den Chinesen auch nichts genutzt, bis sie dann, sie sind nie kapitalistisch geworden im eigentlichen Sinne, bis sie dann eben ab 1980 angefangen haben, die westliche Technik zu importieren. Das heißt, Kolonien führen erstmal nirgendwo hin. Das Gleiche gilt für Sklaverei. Das hatten wir jetzt hier nicht als Thema. Es stimmt, 11 Millionen Afrikaner sind nach Nordamerika und nach Südamerika verschifft worden. Was wenig erwähnt wird, 4 Millionen Schwarzafrikaner sind in der gleichen Zeit, also auch 15. bis 19. Jahrhundert, nach Nordafrika, in die arabischen Staaten, Nahe Osten und so weiter verschleppt worden. Da ist aber gar kein Kapitalismus entstanden. So, das heißt, und das könnte man fortführen. Man kommt von Sklaverei und Kolonialismus nicht zum Kapitalismus. Sonst wäre das ja gar kein Rätsel, wieso der ausgerechnet in England 1760 entstanden ist. Umgekehrt ist es so, genau in dem Moment, wo der Kapitalismus in England entsteht, haben sie ihre größte Kolonie, nämlich die USA, verloren. Das ist, und das möchte ich sagen, für Linke eine gute Nachricht, dass der Kapitalismus nicht zwingend Ausbeutung voraussetzt, weil wenn das so wäre, hätte man niemals politisch gestalten können, weil man ja immer erst den Kapitalismus hätte abschaffen müssen, um überhaupt etwas zu erreichen. Wenn man aber versteht, dass der Kapitalismus Ausbeutung gar nicht braucht, sondern ganz im Gegenteil als System viel besser funktioniert, wenn es keine Ausbeutung gibt, dann ist ja die Freiheit da, politisch zu gestalten. Und das sollten gerade Linke wissen, dass diese Freiheit existiert. Das ist anders gesagt, eine gute Nachricht. Sozusagen. Ja, genau. Anders gesagt, hohe Löhne sind gut für den Kapitalismus. Wenn man das glaubt, um es ganz hart zu sagen, dass Ausbeutung zwingend ist, dann ist man eigentlich als Linker genau da, wo die Neoliberalen auch sind. Die erzählen ja auch immer, die Löhne müssen runter. Nein, so. Und jetzt noch billige Rohstoffe, das war der letzte Punkt von Nina. Das ist aus meiner Sicht auch nicht richtig. Es stimmt, natürlich versuchen die Industrieländer, die Rohstoffe so billig wie möglich zu bekommen. Das ist aber eigentlich zu ihrem eigenen Nachteil. Man sieht ja, wie das läuft, wenn es mal anders geht, nicht? Also es gab dann ja, hat ja jeder mitbekommen, in den 70er Jahren zweimal einen Ölpreisschock und danach war das Öl viel teurer als vorher. So, und das hat im Ernst den Industrieländern nicht geschadet. Sondern was ist passiert? Die Ölländer haben natürlich dann angefangen, mit ihren neuen Einkünften im Westen einzukaufen. Ich meine, kann man jetzt finden, wie man will, dass sie dann vor allen Dingen die Saudis Mercedes-Benz angeschafft haben, wie die Bekloppten und irgendwelche Hubschrauber und so weiter. Aber das zeigt ja nur, wie die Ströme sind. Also diese Idee, ich zahle für einen Rohstoff irgendwie viel Geld und dann ist das Geld irgendwie in einem Brunnen verschwunden, jedenfalls nicht mehr bei mir, ist ja Quatsch, nicht? Das Geld fließt ja wieder zurück, dann hier ausgegeben zu werden, sondern stattdessen war der Effekt der teuren Rohstoffe, und das kann ja eigentlich jeder nur begrüßen, dass man angefangen hat, Öl effizienter zu benutzen. Also insofern, und das wäre immer so, mit allen Rohstoffen, wenn die teurer würden, würde man Wege finden, sie effizienter einzusetzen. Und gleichzeitig würde das Geld, das man dafür ausgibt, ja wieder bei einem selber landen, weil das ja auch für den Konsum benutzt wird. Kurz als Antwort, Nina. Und dann bitte ich Moritz Krawinkel, uns vorzustellen, was in den Fragen und Antworten, nein, es sind ja erstmal nur Fragen und Kommentare, von den Zuhörern gesagt worden ist. Nina. Also ich verstehe sozusagen die Notwendigkeit, dass wir hier Sachen klarstellen, die wir unterschiedlich sehen. Und ich verstehe, dass es natürlich wichtig ist, das Wesen des Kapitalismus zu verstehen. Ich glaube, meine Grundmessage war nicht,
es werden immer Kolonien geben im Kapitalismus, sondern meine Grundmessage war, so wie die internationale Arbeitsteilung organisiert ist, beruht sie auf Ausbeutung im globalen Süden. Natürlich können wir jetzt lang darüber diskutieren, ob das im Kapitalismus auch überwindbar wäre, aber ich glaube, das ist nicht der Punkt. Sondern doch, das ist für mich der Punkt. Und nein, ich sage es auch, naja. Nein, es ist nicht der Punkt für mich. Weil der Punkt ist, wenn ich sagen will, es gibt sozusagen sehr ungerechte Arbeitsverhältnisse, sehr ungerechte Lebensbedingungen. Wir müssen versuchen, wie wir die besser organisieren. Und es gibt sehr viele Menschen im globalen Süden, die davon profitieren, können wir das umorganisieren. Das ist der Punkt, den ich machen will. Und ich würde jetzt nochmal versuchen, die Verbindung... Darf ich ganz kurz einen Einwurf machen, weil wir hatten eigentlich eine dritte Diskussionsteilnehmerin heute hierher eingeladen. Ja. Das war Disha aus Indien, die dort die Kleinbauern mit ihrer Organisation unterstützt in ihrem Protest gegen eben genau dieses Landgrabbing, was du vorhin erwähnt hast, Nina. Das ist eine sehr, sehr große Protestbewegung zurzeit in Indien. Aber die Anwälte von Dishas Organisation haben ihr gesagt, sie möge bitte mal kurz, weil die Organisation sehr, sehr stark und politisch unter Druck geraten ist und auch juristisch unter Druck geraten ist, wegen ihrer Unterstützung der Kleinbauern, bitte möge sie mal kurz keine Statements abgeben und international mal die Klappe halten, damit sie nicht im Gefängnis landet. Das ist die Situation, weshalb die Schar heute nicht bei uns ist. Nina. Ich habe das auch vorhin schon bedauert. Ne? Also ich möchte auch nochmal sagen, ich glaube, Ulrike und ich haben wahrscheinlich eine andere Diskussion, wie wir sie führen würden, wenn jetzt hier noch eine Sprecherin aus Indien oder einem anderen Land des globalen Südens sitzen würde. Mein Punkt war sozusagen, wir haben ein großes Interesse zu überwinden aufgrund vieler Verausbeutungsverhältnisse. Und ich wollte gerade noch die Verbindung schlagen zu den anderen Debatten, die wir noch heute haben werden. Weil ich glaube, es geht bei Degrowth eben nicht nur um die Überwindung der ökonomischen Verhältnisse, sondern es geht um die Überwindung von den aktuellen Herrschaftsverhältnissen. Und da haben wir ja sozusagen Herrschaftsverhältnisse vom globalen Norden zum globalen Süden. Wir sind im Patriarchat, wir sind in einem System sozusagen able-bodied, also gegenüber Behinderung dargestellt wird. Und du meintest kurz, Ulrike, im Kapitalismus muss es keine Ausbeutung geben. Und ich würde sagen, die Ausbeutung findet in dem Moment statt, wo es sozusagen private Anteilshaber von Firmen gibt und die anderen immer nur mitmachen können. Und es ist nicht genossenschaftlich und gemeinschaftlich und demokratisch organisiert, sondern es ist sozusagen eine Top-Down-Entscheidung. Natürlich kann man dann wieder sagen, man macht genossenschaftlich, beruft man jemanden ins Amt des Geschäftsführers, aber ich würde sagen, da fängt die Ausbeutung schon an. Wir müssten auch länger noch über den Ausbeutungsbegriff reden etc. Aber ich würde sagen, ja, das ist inhärent in der hierarchischen Struktur vom Kapitalismus und der Trennung von Arbeit und Kapital. Gut, dann wären wir bei einer Diskussion über Commons. Das ist ja auch von dir vorhin schon angesprochen. Das ist auch eine wichtige Diskussion und das könnte uns auch weiterbringen, gerade wenn wir die Landwirtschaft wieder in den Blick nehmen. Auch Ulrike, was du vorhin gesagt hast, klar, in der bei einer Ökologisierung der Landwirtschaft zum Beispiel hätten wir ganz, ganz viele neue Arbeitsplätze, wenn wir das nicht alles mit winzigen kleinen selbstfahrenden Computern machen wollen. Darf ich dann meinen Satz noch kurz sagen zu den Akteuren des Wandels, aber nicht in noch 10-Minuten-Referenz und eine Minute? Ja. Weil es war ja die Ausgangsfrage, ne? Und ich würde sagen, wir haben ja gesehen, der Staat kann sehr stark handeln. Es wird nicht sozusagen aus dem Kapitalismus heraus dieses grüne Schrumpfen entstehen. Vielleicht können wir da auch drüber streiten. Und ich glaube, es liegt in der Kraft sozialer Bewegungen und Menschen, die das sozusagen einfordern und auf die Straße treiben. Ulrike hat vorhin gemeint, auch es gibt keine Partei, die nicht auf grünes Wachstum setzt. Ich würde sagen, es gibt schon antikapitalistische Partei, die nicht auf grünes Wachstum setzt. Aber gut, auch nochmal eine andere Debatte. Und ich glaube, mit der Landwirtschaft ist es ja auch gut zu sehen, dass es da ja total viel Veränderungen gerade gibt. Und es gab einerseits erstmal nur den ganz starken Widerstand gegen ökologische Varianten von staatlich verordneter Landwirtschaft. Und es gibt aber jetzt auch ein Zusammenschließen von Umweltverbänden und Akteuren wie Landschaftsverbindung, um eben zu gucken, was sind denn die gemeinsamen Interessen an diesen total schlechten Arbeitsbedingungen der Landwirte. Und ich glaube, darin liegt eine starke Kraft, dass wir halt gucken, wie wir diese gemeinsamen Interessen erkennen. Mhm. Eigene Diskussion ist das wert. Moritz Krawinkel fasst uns zusammen, was wir nicht mitlesen konnten, während wir hier selber reden. Ich versuche es. Es ist nicht einfach. Es geht hitzig her im Chat und in den F&A. Zwei Stränge lassen sich, denke ich, rauskristallisieren. Das eine ist, sind Fragen, die auf die historische und die globale Perspektive zielen und das andere Fragen nach den Alternativen. Vielleicht stellen wir das nochmal kurz zurück, weil eben sehr viel Redebedarf in Bezug auf die Analyse des Kapitalismus und der Wurzeln des Kapitalismus und der Frage von Ausbeutung gelegt wird im Chat und in den Fragen. Und um jetzt eine symptomatisch nochmal rauszuziehen,
Vielleicht so. Ist es nicht sehr simplifizierend, die dichotome Frage zu stellen, ob Kapitalismus Ausbeutung benötigt oder nicht, oder ob nicht politische Akteure für die Ausbeutung sorgen? Und können wir nicht ohne Probleme feststellen, dass ein kapitalistisches System, neoliberaler Ausprägung insbesondere, Ausbeutung enorm begünstigt? Und ist unter dieser Frage die Perspektive, kann das überhaupt sein, dass das reformierbar ist? Oder lässt sich das gar nicht machen? Das ist so eine Tendenz, wo dann sehr viele Leute eben noch die den Kolonialismus und die historische Perspektive auf den Kapitalismus vorgestellt haben und gefragt haben, inwieweit nicht zumindest an den Wurzeln der große Reichtum, der aus den Kolonien und durch die Ausbeutung der versklavten Menschen geschaffen wurde, mit zum großen ersten Wachstum des Kapitalismus beigetragen hat. Es hört sich jetzt so an, als ginge es um die Reformierbarkeit, die Frage nach der Reformierbarkeit des Kapitalismus, hast du auch eben so benannt. Ich habe Ulrike Herrmann am Anfang nicht so verstanden, dass sie sagt, der Kapitalismus sei reformierbar, sondern ich glaube, man kann über deinen Vortrag schreiben, eigentlich vom Ende des Kapitalismus, oder? Ja, genau. Also es ist ja schon ein anderes System, was da gefragt ist. Ja, soll ich jetzt gleich antworten? Ja, bitte. Ich kann die Fragenden da im Chat eigentlich verstehen so ein bisschen. Also die Frage ist ja, warum muss man sich jetzt nochmal über, also so habe ich es verstanden, über die Geschichte da austauschen, was jetzt eigentlich wichtig war und was nicht. Warum kann man jetzt nicht einfach gleich zu Gegenwart und Zukunft kommen? Dafür habe ich in gewisser Weise auch wirklich viel Sympathie. Ich glaube, dass ich dann auch immer über die Geschichte rede, hat mit drei Gründen zu tun. Einer ist persönlich. Ich bin Historikerin, nicht? Da ist man immer gleich bei der Geschichte. Das Zweite ist, ich glaube, es ist sehr wichtig, erstmal den Kapitalismus auf den Begriff zu bringen. Also jeder stellt sich da ja was anderes vor. Deswegen finde ich es sehr hilfreich, nochmal zurückzugehen und zu gucken, wie ist er entstanden und was charakterisiert ihn wirklich. Und das Dritte ist, dass ich ganz klar machen, wie eng das Verhältnis von Wachstum und Kapitalismus ist. Und dass ich eben deswegen denke, dass man ihn überwinden muss. Und also für mich ist sozusagen das zentrale Problem am Kapitalismus das Wachstum, das er zwingend braucht, um stabil zu bleiben. Während andere Themen, die Nina aufgeworfen hat, wie Ausbeutung, Unterdrückung des globalen Südens und so weiter, das sind alles Probleme, die sehe ich auch, aber die könnte man sozusagen auch im Kapitalismus lösen. Das wäre natürlich Frage des politischen Drucks, der Selbstermächtigung und so weiter und so fort. Ich will nicht sagen, dass das trivial ist, aber es ginge in diesem System. Aber die eigentliche Systemfrage ist das Degrowth. Was? Die eigentliche Systemfrage ist das Degrowth, also das Schrumpfen. Das ist ja, genau, das Schrumpfen, das Wachstum, Schrumpfen und Wachstum, das sind sozusagen die zentralen Themen, wenn es um das Thema Klimaneutralität geht. Eigentlich rede ich eben auf die, will ich das Thema schlank halten, weil ja erfahrungsgemäß sozusagen, wenn man alles immer ändern will und dann noch mit einer Revolution, nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns einfach extrem hoch, also rein realpolitisch. Deswegen wollte ich mich auf das Kernproblem aus meiner Sicht konzentrieren. Aber das ist genau, Nina, das Problem, was du ansprichst oder was ihr ansprecht, nämlich Degrowth, also Schrumpfen eigentlich. Obwohl man das ja nicht so nennen darf, ich weiß schon. Ja, also ich, keine Ahnung, wenn man das grünes Gesundschrumpfen nennt. Also ein Grund, warum wir oft Degrowth noch verwenden ist als Begriff, ist, dass es so ein Wort ist, der nicht so leicht kooptierbar ist. Also der nicht so leicht sozusagen von der Gegenseite eingenommen werden kann. Nachhaltigkeit ist ja inzwischen auch jedes böse Unternehmen so. Und sozusagen, dass man die Wirtschaft schrumpfen will, das ist es nicht was, wo ich mir denke, ach, das sagt der nächste, also Akteure der modernen sozialen Marktwirtschaft sozusagen. Mhm. Wobei das Wort eigentlich ja noch was anderes sagt. Es sagt ja Entwachstum. Also ja, genau. Degrowth ist auf jeden Fall besser als Schrumpfen. Ja, ja genau. Wir und ich hatten gestern schon eine kleine Debatte darüber, dass Degrowth so ein Wort ungetüm ist, aber sozusagen stärker ist als Postwachstum und das darin beinhaltet, dass da was anderes kommt. Da vielleicht kurz der Einwurf, also weil dieses Wort so schwierig ist, ich glaube, das macht Ulrike ja auch viel, sozusagen zu versuchen, was
dazu erklären, was dahinter steht, haben wir eben auch angefangen mit eher zu Utopien und Narrativen zu arbeiten und eher dazu, wo wollen wir eigentlich hin? Und ich glaube, das passt auch gut. Also wenn wir jetzt aus dem Kapitalismus raus wollen, wissen ja Menschen oft auch gar nicht, was ist denn das Zentrale, was wir jetzt ändern wollen? Ja, also ja, irgendwie Aufhebung von der Trennung von Arbeit und Kapital. Ich habe es gerade schon gesagt, wir könnten irgendwie Unternehmen in Belegschaftshand überführen. Die Frage ist, welche Rolle spielen da Märkte? Welche Rolle spielt die internationale Arbeitsteilung? Ich war gestern auf einer Tagung, wo ein Professor meinte, na ja, wir werden den Kapitalismus nicht innerhalb von 10 Jahren überwinden. Also ich glaube, ich meinte das nicht sozusagen ab heute in 10 Jahren, sondern insgesamt innerhalb von 10 Jahren. Und ich frage mich da schon, kann man den Kapitalismus denn überwinden, wenn nicht in einer sehr kurzen Zeit? Also aufgrund dieser globalen Arbeitsteilung und der globalen Finanzmärkte etc., da würde mich auch Ulrikes Meinung noch interessieren, ist es nicht realistischer, den Kapitalismus sozusagen in staatlich geplanten Schrumpfkuren, die auf Druck von Klimawandel und sozialen Bewegungen zustande kommen, innerhalb von 10 Jahren auf der ganzen Welt umzubauen, als zu versuchen, das so ein bisschen in Deutschland zu machen? Lass uns das jetzt nicht im Zwiegespräch machen, sondern lass uns nochmal auf den zweiten Punkt, den Moritz Karwinkel vorhin angesprochen hat, eingehen, damit wir das nochmal ein bisschen weiter in Richtung der Forumsteilnehmer erweitern können. Moritz. Also in Bezug auf die Alternativen gibt es drei Aspekte vielleicht, die interessant wären. Jetzt sehen wir dich nicht. Ja, jetzt sehen wir dich. Alles gut. Das eine ist, wenn man den Begriff der imperialen Lebensweise verwendet und wir als Profiteure dieser imperialen Lebensweise im globalen Norden hier sind, wie lässt sich eigentlich eine Bewusstseinsveränderung hier schaffen, die das dann in Handeln übersetzt auch? Dann als ein zweiter Aspekt die Frage im Grunde, wie lässt sich denn das Degrowth oder das Schrumpfen durchsetzen auf eine demokratische Art und Weise? Und wie ist es, wenn man darüber nachdenkt, sowas wie also als Begriff Planwirtschaft, ist das, wohin man kommen müsste, um das eben ganz anders zu steuern und trotzdem demokratisch zu machen? Und dann noch als ein dritter Aspekt die Frage nach bereits existierenden Alternativen, zum Teil auch im globalen Süden, die in die Debatte mit eingehen müssten und welche Rolle solche Ansätze wie zum Beispiel Buen Vivir oder so spielen in der Analyse oder in der Frage, wie es weitergehen könnte. Okay, dann machen wir da mal weiter. Wie lässt sich so ein Bewusstseinswandel, oder wir sind ja eigentlich mitten in der Corona-Krise, die ja nicht enden möchte, und haben ja eigentlich gesehen, wie der Staat plötzlich eingreifen kann und dass der Staat plötzlich Wirtschaft produziert, macht, dass alles das, was von den neoliberalen Vergangenheiten als miserabel angesehen wurde, jetzt plötzlich uns aus der Krise oder in der Krise überhaupt eine Möglichkeit, die einzige Möglichkeit erscheint. Kann man daraus was lernen, wie man demokratisch tatsächlich so einen Wandel herbringen kann? Nina, ihr arbeitet ja genau dazu. Ja, also ich glaube, das haben wir jetzt schon ein paar Mal betont. Was man daraus lernen kann, ist auf jeden Fall, dass der Staat halt sehr stark handeln kann, wenn die Notwendigkeit gegeben ist und wenn auch ein großes Verständnis in der Bevölkerung dafür da ist. Das ist immer die Frage, gut, wie groß ist die Notwendigkeit schon im Staat anerkannt für den Klimawandel und wie groß ist das Bewusstsein in der Bevölkerung? Ulrike hat vorhin auch kurz angesprochen, dass das Problem ist ja, dass die Bevölkerung nachhinkt sozusagen. Und ich glaube, dass das total wichtiger Ansatzpunkt ist. Also erstmal, ich rede ja schon seit jetzt irgendwie 10 Jahren zu Postwachstum und ich habe schon das Gefühl, dass sich da was verschoben hat. Also dass die Fragen anders werden, dass mehr Leute informiert sind, dass es größeren Widerhall findet, dass es irgendwie in anderen Foren diskutiert wird. Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich das Gefühl habe, es ist im Mainstream total angekommen, aber ich glaube, es ist größer geworden. Und dass es eine sehr große Mehrheit gibt, die den Kapitalismus in Frage stellt und kritisiert und nicht sieht, wie das sozusagen ein zukunftsträchtiges System ist. Und da kommt dann eben ganz schnell diese Frage rein, okay, was haben wir alles zu verlieren und wie können wir eigentlich so eine industrielle, hocharbeitsteilige Gesellschaft so umbauen, dass nicht so viel verloren geht? Und ich glaube, wo wir da ansetzen könnten, ist halt wirklich in starke Diskurse mit den Menschen zu gehen, die das betrifft. Also und eben nicht zu denken, dass das die Lösungen von den Managerinnen von Daimler kommen wird, sondern eher mit den Belegschaften zu sprechen. Und da nach Lösungen zu suchen, wohin wollen wir eigentlich gehen und gucken, was haben wir zu gewinnen bei dieser Überwindung von der imperialen Lebensweise. Und ich hatte ja vorhin schon Arbeitszeitverkürzung erwähnt.
Eine Grenze des Wachstums ist nicht nur die ökologische Grenze, sondern es ist auch die zeitliche Grenze. Also wir haben alle nur 24 Stunden am Tag, und wenn wir immer mehr Dinge haben, immer mehr Informationen haben, immer mehr Kanäle, auf denen wir kommunizieren, also damit kommen wir irgendwann geistig nicht hin und her. Und ich glaube, Menschen haben total viel zu gewinnen, wenn sie mehr Zeit haben, also was wie Zeitwohlstand. Und das heißt, das könnte mit einer Arbeitszeitverkürzung und eben einem Umbau von Industriegesellschaften auch gut einhergehen. Bevor ich jetzt ganz lange rede, das als ein Teil der Antwort, und dann gehe ich auf den zweiten Teil später ein. Ulrike? Ja, also ich mache mal jetzt diese drei Fragen, die da gestellt wurden. Also schrumpfen auf demokratische Weise, wie kann das funktionieren? Also gut, deswegen finde ich ja die britische Kriegswirtschaft interessant als Beispiel, weil es ja Briten bekannterweise sind die ganze Zeit demokratisch geblieben. Das war ja jetzt keine Kriegsdiktatur. Also das heißt, man kann sich starkes staatliches Eingreifen auch demokratisch vorstellen. Natürlich, und da das führt dann zu dieser zweiten Frage, auch zur imperialen Lebensweise, ist natürlich jetzt der Klimawandel irgendwie was anderes als Hitler, der vor der Tür steht, nicht? Also Hitler war eine Person. Wenn man ihn als Katastrophe begreift, Ja, genau. Aber das wird mir oft entgegengehalten, und das stimmt ja. Hitler war irgendwie eine Person, die sichtbare Gefahr war, und vor allen Dingen, das ist natürlich der totale Unterschied. Die Briten waren überzeugt in der Mehrheit, dass sie den Zweiten Weltkrieg gewinnen würden. Damit hatten sie ja auch recht. Das heißt, die Perspektive war, okay, jetzt wird mal 5 Jahre durchgehalten oder so, und dann geht es aber wieder weiter mit dem Wachstum und alles ist wie vorher, ne? Und der wirklich fundamentale Unterschied, das muss man auch, kann man auch nicht kleinreden, ist ja, dass man sich auf Dauer wahrscheinlich für immer sozusagen von diesen Wachstumsideen verabschieden muss, die wir hatten. Also das ist ja, der Klimawandel stellt völlig neue Herausforderungen. Jetzt war die Frage, aber es geht demokratisch, das zeigt Großbritannien. Dann, wenn alle davon überzeugt sind, dass es wirklich eine Katastrophe ist. Dann war ja die zweite Frage, die fand ich auch sehr gut, ja, imperiale Lebensweise ist ja mal ein Fakt, egal ob das jetzt kapitalistisch induziert ist oder nicht. Fakt ist, wir leben hier auf Kosten von anderen. Und ich habe die Frage so verstanden, ja, was sollte denn jetzt die Bevölkerung im Westen davon abhalten, das auch künftig zu tun? So nach dem Motto, wir verbrauchen 3 Planeten, und das läuft ja eigentlich auch noch so halbwegs, weil Afrika bekanntlich noch unter einem Planeten bleibt, also seinen Anteil nicht ganz ausreizt, und das ist doch eigentlich super, das können wir doch so weitermachen, weil wir ja von der Ungerechtigkeit profitieren. Und das wird ja noch verschärft. Also die Frage zielt ins Zentrum, weil es ja dummerweise auch noch so ist, dass der Norden, der die Klimagase alle produziert, gleichzeitig vom Klimawandel nicht so stark betroffen ist. So, ich glaube aber, dass diese Art von Ungerechtigkeit langfristig trotzdem nicht funktionieren wird, weil, obwohl Deutschland geografisch gesehen ja günstig liegt, nicht, weit im Norden ist es tendenziell kühl und so weiter, und wir haben irgendwie auch Wasser, wenn auch weniger als vorher, ist es ja so, dass selbst uns der Klimawandel erreicht. Also das Beispiel ist ja vor jeder Haustür zu sehen, nicht? Also man darf das nicht unterschätzen. Der deutsche Wald wird sterben. Ich würde mal denken, in den nächsten 10 Jahren. Also wer noch deutschen Wald erleben will, muss jetzt sofort raus in die Natur. Weil es ist nicht vorzustellen, wie Buchen, Fichten, Kiefern, Eichen das überleben soll. So, und dann hat man keinen Wald mehr. Das ist nicht das Ende der Vegetation, aber der Wald ist weg. So, und und das ist ja nur der Anfang vom Klimawandel. Also ich glaube, diese Vorstellung, der Klimawandel findet irgendwo anders statt, am besten, um es jetzt mal zynisch zu formulieren, in Afrika. Und hier ist aber schöne heile Welt. Der ist einfach, das ist eben einfach Quatsch. Das heißt, man wird zu völlig neuen Aushandlungsmöglichkeiten und Formen kommen müssen, weil das wurde ja auch schon von jemandem angesprochen, ich glaube sogar von Nina, und das ist ja richtig. Das Ganze lässt sich nur global lösen. Also wenn ich jetzt in meinem Vortrag erstmal nur über Deutschland geredet habe, dann nur, um das analytisch überhaupt zu fassen, was man machen müsste. Aber das lässt sich nicht national lösen. So, und dann war ja dazu, das führt zu der Frage, die dann auch kam, Ansätze im globalen Süden, wenn wir und so. Das ist alles sehr wichtig. Ich glaube, und das Nina hat das ja auch schon ein bisschen angesprochen, Narrative, Utopien und so weiter. Aber ich glaube, dass man in der Diskussion 2 Dinge unbedingt auseinanderhalten muss, die aber immer vermischt werden. Vielleicht jetzt gar nicht beim Frager, vielleicht auch nicht bei Nina, aber in meiner Erfahrung ist, es wird immer vermischt. Das eine ist das Ziel, wie man sich dann eine Kreislaufwirtschaft vorstellt mit Arbeitszeitverkürzung und Geschlechtergerechtigkeit und wenn wie wir und so. Und diese ganzen Visionen,
die funktionieren auch. Das Problem ist nicht die Vision. Das Problem ist der Weg dahin. So, wie kommen wir, das kann ich nur wiederholen, aus dem dynamisch wachsenden Kapitalismus in eine schrumpfende Kreislaufwirtschaft, ohne dass man unterwegs eine Wirtschaftskrise produziert, mit Millionen von Arbeitslosen, die alle Angst um ihr Einkommen haben. So, und diese Frage der Transformation, die ist nicht geklärt. Und das hilft überhaupt nichts, Visionen als Transformation zu deklarieren, weil man hat die Transformation immer noch nicht. Und dazu, und ich glaube eben, das Einzige ist starke staatliche Planung, global mit Rationierung, aber gut. Und was anderes habe ich bis dazu noch nicht gelesen, was funktionieren würde. Es gibt natürlich Beispiele aus dem globalen Süden, wenn ich Indien mal dazu rechne. Da gibt es zum Beispiel einen Bundesstaat, wenn auch kein großer, der beschlossen hat, wir lassen alle Pestizide weg und stellen alles auf ökologische Landwirtschaft um. Es hat funktioniert. Das ist inzwischen so. Das ist der einzige Staat, wenn man den Bundesstaat mal als Staat betrachtet, den indischen, bei dem das so flächendeckend der Fall ist, 100% ökologische Landwirtschaft in kleinbäuerlicher Struktur. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, an der man zumindest mal knabbern darf. Die Schweiz stimmt in diesem Jahr noch darüber ab, ob sie pestizidfrei werden will. Das sind so Wege, wo man aus der Industrialisierung zumindest mal der Landwirtschaft aussteigt. Ja, aber da darf ich auch noch zu den Alternativen was sagen. Okay. Also, ich glaube, es ist total wichtig, Alternativen zu sehen, die Menschen vor Ort schaffen, weil es wird keine Lösung geben, die überall auf der Welt passen wird. Ne? Und deswegen ist es total spannende Frage zu sagen, wie kann sich jetzt irgendwie Postwachstum oder die Klimagerechtigkeitsbewegung hier oder die feministischen Netzwerke hier mit anderen auf der Welt verbinden. Das passiert ja auch total viel. Und da ist es schon so, dass natürlich jetzt irgendwie Degrowth als Wort nicht vielen Leuten was sagt, aber wenn es darum geht, globale Lebensverhältnisse anzugleichen, da gerechte Verhältnisse zu schaffen, lokale Entwicklung zu ermöglichen etc., glaube ich, können wir total gut an Kämpfe im globalen Süden anknüpfen. Sei es jetzt Bon Vivir oder Kämpfe für Umweltgerechtigkeit in Indien, was wir schon mal ein paar Mal als Beispiel hatten. Ich bin nicht ganz, ich gehe nicht ganz mit dem, was Ulrike gesagt hat, zu der Vision der Transformation. Ich weiß, was du meinst, im Sinne von, wenn wir sagen, die Zukunft ganz toll schön beschreiben müssen und nicht wieder hinkommen und welche Kämpfe wir dafür führen müssen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir sollten Visionen geleitet handeln und ich glaube auch nicht, dass wir eine Vision entwickeln können und die dann ganz unabhängig von davon, wie die ist, durchführen können. Das ist ja auch der Klassiker, wenn man irgendwie die ganz tolle, friedliche Vision irgendwie entwickelt und die dann aber mit irgendwie einer gewaltvollen Revolution durchsetzt und dann jahrelang Kriege führt, hat man nachher eine militärische, total hierarchisierte, darbende Gesellschaft und keine aufblühende Gesellschaft. Ne? Also dann der Weg dahin müsste auch ein friedlicher Weg sein, ein Weg, wo vielleicht wieder Ungehorsam eine wichtige Rolle spielt, um Konflikte zu führen, aber ja keiner, der irgendwie ganz weit weg von dem, wie die Welt später sein soll, durchgesetzt wird. Und ich glaube, wir haben ja ganz viel darüber gesprochen, was sind die Leute eigentlich bereit, sind Menschen in der Bevölkerung irgendwie bereit zu tun und was sehen sie? Und ich glaube, da sind Visionen und Narrative total wichtig, weil die uns halt aufzeigen, wie gut es auch sein kann. Und nicht nur, die ganze Welt liegt im Argen, alles wird kaputt gehen, der Klimawandel ist total schlimm, sondern auch so, was haben wir zu gewinnen? Und selbst wenn der Klimawandel stark wird, was können wir da entwickeln? Und in diesem Projekt Zukunft für alle, wo man mit dem ich schon ein paar Mal gesprochen habe, kommen dann zum Beispiel auch so Szenarien auf, wie ja gut, das hieße zum Beispiel, wir müssten viel mehr Menschen wieder in der Landwirtschaft haben, aber ja, unter welchen Arbeitsbedingungen? Irgendwie nicht unter solchen, wo man eigentlich gar keine Zeit hat oder nur noch für die Maschinenzeit, die man gemacht hat. Also unter welchen Arbeitsbedingungen würden wir denn in der Landwirtschaft sein? Ich glaube, diese Fragen müssen wir uns schon stellen, um auch einen guten Transformationsweg hinzubekommen. So, jetzt hat Moritz im Hintergrund, was ich mitgekriegt habe, Menschen gesammelt, die Hand gehoben haben und vielleicht auch hier bei uns noch online auftreten wollen. Ist das so, Moritz? Nein, bislang noch nicht. Ah, okay. Dann sage ich es jetzt nochmal. Also jetzt kann man auch die Hand heben und sich dann hier direkt zuschalten, sodass wir euch auch mal, zumindest einige von euch, wenige von euch, auch mal sehen auf dem Bildschirm. Also wer jetzt die Hand hebt, der kann hier mitdiskutieren. Bleiben wir nochmal kurz bei dem, was ihr als Widerspruch habt, ihr beiden, Nina und Ulrike. Also Moritz, du sammelst die dann, die jetzt die Hand heben. Nina und Ulrike.
wie seht ihr denn den Weg dorthin? Also wie kommen wir, du hast vorhin gesagt, Nina, es gibt Achsen des Bewusstseins, das war ja auch eine Frage vorhin, wie kommen wir zu dem Bewusstseinswandel? Es gibt ein wachsendes Bewusstsein, du registrierst das, du registrierst auch ein wachsendes, eine wachsende Kenntnis über andere Wege der Wirtschaft. Aber es ist noch keine große Bewegung, die irgendwie Druck ausübt, wenn ich mal von Wir haben es satt mal absehe. Ja, also ich habe ja vorhin die drei Achsen benannt, die sozusagen Eric Olin Weitz skizziert hat. Hier revolutionäre Realpolitik, also Schritte zu finden, das glaube ich geht am ehesten an diese Planwirtschaft, Rationierung, also ganz gezielte staatliche Schritte, da habe ich genannt, die sozial-ökologische Steuerreform, irgendwie ein Einstieg in den Umbau der Automobilindustrie, Rückbau von Kohleindustrie, Arbeitszeitverkürzung, also Sachen, die von staatlicher Ebene ausgehen können. Ich habe jetzt gerade nicht so großes Vertrauen, dass eine schwarz-grüne Regierung diese Sachen durchsetzen wird. Wir haben ja gerade vorhin über moderne ökologische Modernisierung gesprochen. Das ist ja wahrscheinlich eher das Programm der Grünen. Wir versuchen, alle Arbeitsplätze irgendwie in der Industrie irgendwie zu erhalten und die so ein bisschen grün anzustreichen. Dann bauen wir dort E-Autos oder so. Aber genau, also eigentlich, das wäre ein gutes linkes Regierungsprojekt von der grün-rot-roten Regierung, sagen diese Politiken einzuleiten. Wir brauchen andererseits Alternativen, die von unten aufgebaut werden. Also Menschen, die experimentieren mit anderen Wirtschaftsformen. Wir hätten jetzt auch nicht total viel erneuerbare Energien, wenn nicht auch ganz viele Leute einfach an der Basis angefangen hätten, mit erneuerbaren Energien zu tüfteln. Das sind Beispiele wie Genossenschaften, die sich gründen, lokale Verteilernetzwerke, solidarische Landwirtschaften. Also das sind natürlich alles Beispiele, die in der Nische sind, aber es sind Beispiele, wo Leute sich ausprobieren in einer anderen Wirtschaft. Und dann brauchen wir starke soziale Bewegungen, die diese Kämpfe auf der Straße austragen. Und du hast ein paar Mal gesagt, die haben wir ja nicht, aber wir sind ja auch gerade leider in einem Lockdown, in einer Corona-Pandemie. Und die Klimabewegung war ja 2019 sehr, sehr groß. Und ich glaube auch, dass es dieses Jahr in diesem Superwahljahr und angesichts der Klimakrise, aber auch der sozusagen der Zuspitzung des Zeitpunktes, diesen Sommer große Auseinandersetzungen geben wird. Also im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich, im Klimabereich, wo wir eben mit diesen Kämpfen auf die Straße gehen werden. Gut, darf ich noch mal eine Sache? Sehen wir zumindest mal, dass die Krankenhäuser in der Corona-Krise pleite gehen, was man jetzt auch nicht vermutet hätte. Weil das System sind Fallpauschalen und wenn jemand drei Monate lang mit Covid-19 in der Intensiv liegt, dann gibt es kein Geld. Genau, also diese Fallpauschalen kritisieren ja auch Akteure im Gesundheitsbereich seit Jahren. Sozusagen von dem System muss man auf jeden Fall wieder weg. Und es kann ja ein System geben, in dem Krankenhäuser, wenn sie gerade viel zu tun haben, was dem Erleben der Gesellschaft sozusagen dient, auch nicht pleite gehen müssen. Das liegt halt daran, wie sie gerade kommerzialisiert werden müssen. Genau, Krankenhäuser, Gesundheitssystem müssen wir umbauen. Da könnte man vielleicht anfangen. Also das wäre jetzt wegen Corona einfach so ein Ansatz, wo man jetzt sieht, wo es im Argen liegt. Ja, und wo auch total aufgezeigt wird, ne, dass wir die ganze Zeit über Intensivbetten diskutieren und dann fällt irgendwann auf, es gibt gar nicht genügend Intensivpflegerinnen. Also es gibt halt einen totalen Mangel an Krankenhauspersonal, weil es unter so schlechten Arbeitsbedingungen passiert, dass es keiner mehr machen will und die Leute total gerade alle vor die Hunde gehen. Also ja, auf jeden Fall den Gesundheitsbereich umzubauen, zu sehen, wie relevant er ist und die Arbeitskraft dort sozusagen wieder aufzuwerten und gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, wäre ein Einstieg da. Ulrike? Naja, also ich wollte nochmal zurück, also das Gesundheitssystem würde ich jetzt nicht so gerne diskutieren, obwohl ich dazu auch viel zu sagen hätte, aber das führt irgendwie so ein bisschen weg von dem Thema insgesamt, ne, wenn wir jetzt das deutsche Gesundheitssystem diskutieren. Ich wollte jetzt nochmal zu deiner Idee kommen, Indien 100% kleinbäuerliche Struktur. Das ist natürlich super. Man weiß aber, kann man ja leicht durchrechnen, dass wenn die Welt ökologisch produzieren sollte, was ja eigentlich unbedingt das Ziel sein müsste, dann hätte man nicht mehr die Getreidemengen oder Sojamengen, um damit den Fleischkonsum der Welt zu sozusagen zu unterstützen. Das heißt, das Erste, was jeder machen könnte, tatsächlich, und daran kann man auch messen, glaube ich, wie ernst es der Bevölkerung insgesamt ist, ist kein Fleisch mehr essen. Ende der Durchsage. Das ist also weitgehend Vegetarier zu werden, ist eine zwingende Bedingung dafür, dass die Landwirtschaft ökologisch werden kann. Das mit dem Vegetarier funktioniert nicht. Naja, oder ich nur sagen, weil ja. Die Eier werden von Hühnern produziert. Ja, also ohne Eier kann man bestens leben, das weiß ich. Ja, genau. Also das wäre dann müsste man dann nochmal durchrechnen, wie viel Milch da noch möglich ist oder auch nicht.
Aber ja, jedenfalls, und solange die Leute weiter Fleisch essen, kann man sicher sein, dass sie es so ernst nicht nehmen. Ja, das ist, hat was mit der Menge zu tun, die konsumiert wird und damit, wie viele Produkte eigentlich hier hergestellt werden und wie viel importiert werden. Dass wir, dass Europa, die Europäische Union, außerhalb der Europäischen Union ein Landwirtschaftsgebiet braucht, so groß wie Frankreich, um die landwirtschaftliche Produktion hier bei uns aufrechtzuerhalten. Hat auch was damit zu tun, dass wir exportieren. Zum Beispiel Deutschland exportiert Fleisch, völliger Wahnsinn, und importiert Soja. Also da kann man sehr, sehr viel drehen, da kann man sehr, sehr viel machen. Wäre das ein Ansatz, weil wir auch in Corona viel übers Essen reden? Aber vielleicht sollten wir jetzt mal die Fragen von den Leuten dran nehmen. Ja, aber hat jemand die Hand ganz oben, kurz Moritz? Noch zu dem Vegetarier oder Veganismus. Ja, bitte. Ich finde es interessant, Nina. Ulrike, weil du die ganze Zeit stark machst, dass es nicht daran liegt, dass die Leute sozusagen einfach freiwillig sich entscheiden können. Und dann sagst du, daran, ob sie Vegetarier sind oder nicht, macht man irgendwie fest, wie gut sie sozusagen bei der Sache sind. Und ich kenne total viele Menschen, die finden es wichtig, wichtig, Vegetarier oder vegan zu sein. Und andere Leute sagen, ist doch egal, wir müssen die Strukturen ändern. Und deswegen finde ich es ein bisschen tricky, jetzt sozusagen daran festzumachen, wie sehr die Leute da bereit sind, Änderungen zu machen. Ach so, das ist eine, ja gut, da würde ich gerne nochmal drauf antworten, weil das ist natürlich ein sehr interessanter Einwand. Also meine Argumentation vorhin, da hat Nina völlig recht, war zu sagen, wenn wir jetzt hier alle anfangen, den Konsum einzuschränken, ohne dass man das irgendwie abspricht und so weiter, dann bricht nur die Wirtschaft zusammen. Warum ist das beim Fleisch anders und in der Landwirtschaft? Das liegt an zwei Gründen. Tatsächlich hat der Konsument bei der Landwirtschaft einen enormen Hebel. Das erste ist, in der Landwirtschaft in Deutschland arbeiten nur noch 267.000 Leute. Das heißt, das ist ein ganz, ganz kleiner Bereich, der jetzt, wenn man ihn umbaut, nicht sofort den Rest der Wirtschaft in den Untergang reißen würde. Und vor allen Dingen, das weiß jeder, im Augenblick ist es so, dass die Landwirtschaft in Deutschland schon 14% der Treibhausgase produziert. Das heißt, es ist ganz wenig Angestellte mit einem ganz großen ökologischen Fußabdruck. Vom Insektensterben und so war noch gar nicht die Rede. So, und das Zweite ist, das weiß auch jeder, die Landwirtschaft ist bereits von vorne bis hinten staatlich subventioniert und staatlich reglementiert. Also da haben wir die staatliche Planwirtschaft, von der ich rede, schon in extenso. Das heißt, auch wenn man da umbaut, würden die Betroffenen und die Beteiligten weiteren Wertschöpfungsketten, die würden gar nicht in Schwierigkeiten geraten, weil es schon eine Planwirtschaft ist auf europäischer Ebene. Das heißt, deswegen könnte man da so super anfangen mal mit dem Umbau und es würde sich wirklich lohnen, weil da so viele Klimagase entstehen. So, bin jetzt ich kommt Florian dabei. Und ist total empört. Bin ich sofort dabei, ist mein Thema, weil wisst ihr alle. Aber nicht unser heutiges Thema, deshalb jetzt an Moritz. Ich will nur noch einen Satz dazu sagen. Landwirtschaftliche Kreislaufwirtschaft ohne Tiere gibt es nicht. Ja, ist ja okay. Ja, alles klar. Aber wir gehen Moritz halt dann noch ein Satz von meiner Seite. Weil, was mir bloß wichtig ist, wir können nicht immer unseren Informationsstand als den Informationsstand der Bevölkerung nehmen. Ich glaube, das wollte ich sagen. Und wenn die Leute halt alle nicht hoffnungsvoll sind und denken, hey, diese Strukturen sind total kacke, dann ist es halt nicht das Erste, was sie machen, ist auf Fleisch zu verzichten. Das wollte ich sagen. Ja, sozusagen, genau. Obwohl es ein Weg wäre. Moritz. Du bist voll der Weg. Also ich bin seit 20 Jahren Vegetarierin. Ich habe hier Bernadette Groß-Spähn in der Schleife, die jetzt sprechen kann und auch ihre Kamera anmachen könnte, wenn sie das möchte. Bernadette. Ja, es ist der Wolfgang. Wir schauen zusammen auf den Schirm. Ah, okay. Ich hatte das jetzt gerade noch mal eingegeben als Frage bei F&A. Es ist schon für mich eine große Frage, die wir auch diesen Abend ja besprochen haben. Also wie nehmen wir oder wie werden die Menschen in unserer Gesellschaft mitgenommen? Wir hatten ja gestern in der Diskussion so gehört, die auch sagen wir, die politischen Menschen, also von der Leyen war gestern ja so zitiert, vieles wird in der Politik getrieben, in der Angst vor dem Populismus oder Rechtsradikalismus, auch mit den starken Bewegungen, die überall in Deutschland, in Europa entstehen. Es wurde im Prinzip so knapp auf den Nenner gebracht, Angst führt eigentlich eher zu Radikalisierung, zu Populismus, zu Rechtsradikalismus, Faschismus. Also welche Wege und welche Prozesse müssen initiiert werden, was könnten Instrumente sein, um sozusagen in einen Diskurs über
Klima zu kommen. Ja? Darf ich mal kurz nachfragen? Ja. Wäre denn der Ansatz, den wir jetzt ganz zum Schluss hatten, wir reden über dein Essen und wie es zustande kommt und wie es produziert wird, und da ist der Ansatz, wäre das für dich eine Möglichkeit, die Menschen mitzunehmen? Das wäre sicher ein Ansatz auf einer, ja, das wäre sicher ein Ansatz auch auf einer individuellen Ebene, auf einem Diskurs, der vielleicht im Rahmen der Familie oder im Rahmen der Nachbarschaft stattfindet. Aber das befürchte ich, das ist einfach noch zu klein geschalten. Also ich habe so ein bisschen Einblick auch in gewerkschaftliche Bewegungen. Ich war selber in meiner aktiven Arbeitszeit Betriebsrat. Ich kenne etwas gewerkschaftliche Strukturen, merke, welche Ängste in Belegschaften da sind und wie wenig das im Prinzip auch prozesshaft noch kommuniziert und diskutiert wird. Also für mich ist das die ganz große Frage, wie schafft man Foren, Zugänge, die es im Prinzip einen großen Anteil von Menschen ermöglicht, überhaupt erst einen Zugang zu kriegen. Wobei ich jetzt schon sehe, die Bewegung Fridays for Futures, die im Prinzip sehr, sehr viele Menschen anspricht, ist natürlich sehr ermutigend. Aber sagen wir mal so, ich würde mir immer wünschen, wir würden in der Zukunft genauso viele wissenschaftlichen Input bekommen und der Wissenschaft so viele Foren geben können, wie das jetzt im Augenblick in der Corona-Krise Virologen zugestanden wird. Okay, um recht herzlichen Dank. Moritz, ist da noch jemand? Ja, dann ich würde los. Die Pia jetzt noch reinnehmen. Die kann jetzt sprechen und ihre Kamera auch anschalten. Pia. Ja, also ich kann das irgendwie nicht anmachen. Das steht bei mir. Egal, wir hören nicht. Okay, weil der Host irgendwie das gestoppt hat. Okay. Genau, also ich wollte auch nur ganz kurz was fragen. Auch wenn der Kapitalismus anscheinend keine Ausbeutung notwendig, also wirklich brauchte, haben wir halt massiv davon profitiert. Nur eben auch aufgrund dieser Ausbeutung konnten wir doch Wachstum bekommen. Und ich meine, dieses Denken, diese zielgerichtete, zweckrationale, kalkulierende, berechnende Art und Weise, wenn ich jetzt mal Karl Marx und Max Weber aufgreifen darf, dieses rationalen Kapitalismus, der ist doch einfach verankert. Und selbst wenn wir dieses Wachstum schrumpfen könnten, selbst wenn das irgendwie machbar wäre, was ja auch total utopisch ist bei diesen gerade vorherrschenden Machtstrukturen, ist es denn nicht immer noch so, dass überall dann trotzdem versucht wird, Rationalität aufrechtzuerhalten, Gewinne und Effizienz aufrechtzuerhalten, so dass immer noch die gleichen davon profitieren, die seit Jahrhunderten profitiert haben? Und selbst wenn wir als Gesellschaft unseren Konsum in Frage stellen, unseren Konsum verändern, sind es nicht diese großen, machtvollen Akteure, die immer noch diese Strukturen aufrechterhalten lassen, mit Absicht, durch Korruption, durch eben dieses rationale Denken, wodurch wir als Gesellschaft einfach viel zu schwach sind? Also das ist meine Frage. Was können wir denn tun? Also selbst wenn es ganz viele soziale Bewegungen gibt und riesige Konsumveränderung, muss dann nicht die Wirtschaft was verändern? Also muss nicht die Politik irgendwie versuchen, mit der Wirtschaft zu konkurrieren? Denn die Wirtschaft ist ja nun mal neben dieser Politik ein sehr, sehr starker Akteur. Wie ist das möglich? Und genauso wie mit dem Fleischkonsum. Entschuldigung, ganz, ganz kurz. Also es gibt ja so, so viele, dieser Veganismus, die Leute, die sich umstellen. Es ist doch dieses, also Familien, die viele Kinder haben, die zum Beispiel auch nicht gut verdienen, die halt in diesem Hamsterrad immer noch drin sind, die in Fabriken arbeiten, die alleinerziehend sind, die ihren Kindern Fleisch eben geben wollen, bieten wollen, weil sie denken, es ist gut für sie, obwohl das gar nicht mehr gut ist. Was in diesen Massentierhaltung produziert wird, ist nicht gut für uns. Das braucht kein Organismus. Aber die gehen halt davon aus. Und solange das immer noch so günstig gehalten wird, solange die das nicht wissen, was es eigentlich ist, dieses Fleisch, was sie da essen, das wird doch einfach, das ist doch utopisch, wenn diese Strukturen immer noch so aufrechterhalten bleiben von der Wirtschaft. Wenn du noch eine Antwort hören willst, musst du jetzt aufhören zu reden. Okay. Wir haben noch 5 Minuten. Ja, darf ich dazu? Zumindest, wenn wir bei der Uhr bleiben. Darf ich dazu was sagen? Ulrike, bitte, ja. Ja, also ich meine,
Pia und Wolfgang passen ja eigentlich gut zusammen. Also ja. Wolfgang hat ja erklärt und dass, glaube ich, sofort, dass in den Betrieben enorme Angst herrscht. Und zwar, dass der Arbeitsplatz verloren geht. Das ist ja genau das, was ich auch versucht habe zu beschreiben, dass jeder Wandel, den wir bräuchten, sofort diese Angst auslösen würde. Das zeigt auch, dass Pia in ihrer Beschreibung Recht und Unrecht hat. Also sie hat Recht, wenn sie sagt, es gibt starke Ausbeutung im Kapitalismus, das ist nicht zu leugnen. Aber es ist eben fatalerweise nicht so, dass es jetzt so wäre, hier sind die Unternehmer und da sind die Arbeitnehmer. Ganz im Gegenteil. Das kann man auch immer live erleben. Die Gewerkschaften und die Arbeitgeber ziehen an einem Strang, wenn es darum geht, Klimaschutz zu verhindern oder sehr teuer zu machen. Also das beste Beispiel war ja der Kohleausstieg, weil da haben die, hat die Gewerkschaft an der Seite der Energieunternehmen gekämpft, weil es natürlich darum ging, die eigenen Arbeitsplätze zu retten. So, und das ist immer der Fall. Oder um es mal konkret zu machen, das, damit man weiß, was das für Herausforderungen sind. Also wenn wir hier eine klimaneutrale Wirtschaft hätten, dann wäre zum Beispiel, würde sich zum Beispiel die Frage stellen, ganz konkret, wovon soll Baden-Württemberg leben? Denn im Augenblick, das weiß ja jeder, ist da die Automobilindustrie konzentriert. Und diese Frage wird jeden in Baden-Württemberg beschäftigen und nicht nur die Aktionäre von Daimler-Benz, sondern auch die Beschäftigten, die Läden um die Ecke, die alle von den Daimler-Benz-Beschäftigten leben und so weiter. Oder Medico International sitzt ja in Frankfurt. Wenn wir eine klimaneutrale Wirtschaft hätten, dann wäre Frankfurt am Boden. Weil die gesamten Banken, die Versicherungen, die ganzen Wirtschaftsjuristen, könnte man alle vergessen, braucht keiner mehr. So, dann stellt sich also die Frage, ja, wovon soll denn das Rhein-Main-Gebiet jetzt leben? Oder sagen wir mal Großraum Frankfurt. Und dann würde natürlich bei jeder... Internet. Bei jedem Versuch sozusagen, die Wirtschaft klimaneutral umzustellen, kann man ganz sicher sein, der gesamte Raum Frankfurt, und das sind dann nicht nur die Aktionäre, sondern alle, stehen auf den Barrikaden. Das heißt, man kann immer sehr viel darüber reden, dass es Ungleichheit gibt im Kapitalismus. Ja, gibt es. Es gibt Ausbeutung. Aber es ist eben nicht so, dass jetzt der Strukturwandel nur an den Reichen scheitern würde. So, aber das irgendwie muss man die Menschen mitnehmen. Denn, ja, das hat ja Wolfgang gesagt, da hat er absolut recht. Ich glaube, dass das Mitnehmen eben deswegen klappen wird, weil der Klimawandel jeden betreffen wird. Denn die Vorstellung, irgendwie findet der Klimawandel woanders statt, aber nicht bei mir, ist ja absurd. Ne? Sonst würden wir darüber ja sowieso gar nicht reden. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das wird letztendlich, wie Ulrike gesagt hat, dem stimme ich zu. Ich möchte noch mal eine andere, größere Perspektive aufmachen. Eine der Schlagworte der Postwachstumsbewegung, die von einem Vordenker aus Frankreich, Serge Latour, stammt, ist, dass wir sozusagen unser Imaginäres kolonialisiert haben. Und wir reden hier sehr stark realpolitisch. Ich finde es auch gut, das muss man machen. Aber um was es ja auch geht, und darum geht es auch in dieser ganzen Konferenz, ist die Frage, wie können wir uns einfach eine bessere Zukunft überhaupt vorstellen? Weil wenn wir uns das überhaupt nicht vorstellen können, werden wir auch nicht dafür irgendwie zu kämpfen. Genau. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dieses Denken zu befreien und unsere Grundannahmen zu hinterfragen. Und eine da drin ist ja der Homo economicus oder der so rationale Mensch. Wir entscheiden eben nach Kosten Nutzen. Das machen wir alles nur in sehr begrenzter Hinsicht. Wir entscheiden sehr viel nach unserer Beziehung zu anderen Menschen, nach dem, was uns gut tut oder vermeintlich gut tut, etc. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, wenn wir über diesen Wandel sprechen, auch über unsere Beziehungsfähigkeit zu sprechen und über unseren Beziehung sozusagen zu dem Rest der Welt. Und das können wir nicht nur rein ökonomisch in Statistiken etc. klären, das haben ganz viele von euch gesagt. Und das Größte, was ich jetzt mitnehme aus dieser Diskussion, ist, dass es euch alle total angestachelt hat. Dieser Chat ist ja total abgegangen. Und ich hoffe, dass ihr euch das Thema irgendwie einfach weiter umtreibt und ihr daraus mitnehmt, dass es sich lohnt, über Postwachstum nachzudenken. Mich hat es auch in vielerlei Hinsicht inspiriert und ich danke euch auf jeden Fall. Ja, ich danke allen, auch Ulrike nochmal und Moritz, der uns die Zuhörer hier zumindest ein wenig hineinbringen konnte. Die Zeit ist leider sehr begrenzt gewesen, aber ich hoffe, es sind viele Anregungen, glaube ich. Das glaube ich auf alle Mal. Ich habe eben mal kurz in den Chat geguckt, also da sind schon heftige Diskussionen zugange und das finde ich gut. Das ist ja dann auch ein bisschen die Antwort auf das, was Wolfgang gesagt hat. Wie nehmen wir die Menschen mit, zum Beispiel in Corona-Zeiten auf diese Weise, wie es jetzt hier vom Medico gemacht worden ist. Es gibt jetzt eine Pause und es geht dann weiter mit Lecture 2 um 12.25 Uhr.